bin der König der Welt! Ich bin der König der Welt! Ich bin der König der Welt! Ich fühle mich heute ein bisschen wie so ein glückliches Kind, was ein goldenes Ticket in der Schokoladentafel gefunden hat. Weil am Ende dieses Hinreisenfilms darf ich in eine Schokoladen- bzw. Nougatfabrik und mir wurde pures, sprudelndes Nougat aus einem Brunnen versprochen. Bis es aber soweit ist, fahre ich für euch auf dem Mommelsteinradweg auf einer alten Bahntrasse. Und der beginnt hier oben am Funpark Inselsberg. Vielleicht ein gutes Argument, um die Kinder zu motivieren, mitzukommen. Und falls das nicht reicht, dann vielleicht die 30 Kilometer Radweg, die insgesamt im Grunde nur nach unten führen. Und da fährt man nicht nur durch Wald und Natur, sondern es gibt einige Highlights auf der Strecke. Und zwar den höchsten Wasserfall Thüringens und die größte Kuhglocke der Welt. Und das ist nicht selbstverständlich für den Rennsteig, es gibt hier auch einige Verpflegungsmöglichkeiten, wo man sich was Schönes reinmummeln kann. Ich hab Bock, los geht's. Jetzt habe ich am Anfang noch versprochen, dass es eigentlich nur bergab geht. Und jetzt gleich am Anfang so ein richtig steiles Stück hoch. Aber wenn man einmal oben ist, ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, dann kann man sich ausruhen. Der Mommelstein-Radwanderweg ist immer noch am Wachsen. Er wird gerade ausgebaut. Im Moment beginnt er deshalb nicht direkt auf der alten Bahntrasse zwischen Brotterode und Schmalkalden, sondern mitten im Wald. Die breiten Wege kann ich so richtig gut runterdämmeln. Und einen tollen Ausblick habt ihr auf dieser Strecke auf jeden Fall immer wieder. Und hier eine kleine Besonderheit auf dem Weg, und zwar der Bergahorn. Das ist ein Naturdenkmal mit mehreren Stämmen, die hier zusammengewachsen sind. Ja gut, vielleicht geht's doch noch mal bergauf. Jetzt geht's zum Namensgeber des Bahnradwegs, dem Mommelstein. So. Ein Aussichtsfelsen mit weitem Blick bis zur Rhön. Ich bin der König der Welt! Was soll ich noch machen? Zwergenpark? Wasserfall? Oder doch der Klangpfad? Der Klangpfad wird's. Auf diesem Gelände haben sich ein Trommelbauer aus München und der Besitzer des Geländes einer alten Erzgrube zusammengetan und aus den alten Gerätschaften der Erzgrube Instrumente gebaut. Auf super kreative und richtig schöne Art und Weise. Perfekt für alle Familien mit Kindern. Au! Richtig schön.
Mega cool. Naja. Nee, mega. Martin, ich freue mich so, dass wir uns hier verabredet haben, weil du hast das alles hier gebaut. Ich finde es mega. Ja. Ich bin jetzt einmal durchgelaufen, war wie ein kleines Kind, konnte alles machen. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe alles gebaut. Ich kann es selber nicht glauben, dass sich so viel hier angesammelt hat, ja, innerhalb von 15 Jahren. Okay, jetzt muss man dazu sagen, du bist Trommelbauer. Ja. Das heißt, du warst schon vom Fach. Das heißt, du warst jetzt nicht jemand, der gesagt hat, lass uns mal hier irgendwas machen, sondern du warst schon so wie, ich kann das. Ja, ich habe schon mit Trommeln, auch mit anderen Instrumenten zu tun gehabt. Das ist wichtig. Ja. Und insofern war viel Grundstein da für das Ganze. Das heißt aber auch, du bist Musiker. Ich bin kein Musiker, ich bin Musiktüftler. Okay, also echt wirklich im Bau der Instrumente und nicht jetzt im perfektionierten Spiel. Ja, ich bin Musiktüftler, so kann man sagen. Habe natürlich viel mit Musik zu tun gehabt. Ja, ich bin ja eigentlich gelernter Opernregisseur. Ach, okay. Okay. Ist richtig. Ich finde es so spannend, weil du hast ja kein Geld hierfür bekommen. Nein. Weil man zahlt ja keinen Eintritt. Nein, man zahlt keinen Eintritt. Man kann ein bisschen ein Obolus da lassen. Es kommt noch mal so ein kleiner Spendenbox sozusagen. Ja. Okay. Aber man kann was da lassen. Und es ging mir eigentlich nicht ums Geld, weil ich hatte schon mein Geld verdient, ja, über Trommelbau dann. Ja. Und dachte so, jetzt geht es mal um was anderes. Jetzt geht es um den Spaß und um die Freude. Und die Leute, die hierher kommen, die kommen meistens mit Kindern. Und die Kinder sind sowas von glücklich. Also das ist, naja. Ich kann schon sagen, das innere Kind in mir ist auch total glücklich. Ich habe zwischendrin schon mal gesagt, manchmal ist es nicht unbedingt ein Klangpfad, eher ein Lärmpfad. Aber das ist ja auch das, was Spaß macht, weil man alles rauslassen kann. Richtig, richtig. Ja. Kurze Pause, dann geht's weiter bergab. Im Café Wintersport neben dem Klangpfad kann ich endlich was reinmommeln. Inklusive ist der Blick auf den Trusetaler Wasserfall, der ist künstlich angelegt und der höchste in ganz Thüringen. So, das war ein bisschen aufregender. Es gibt, glaube ich, so ziemlich jeden Boden auf der Strecke, Waldboden, Schotter. Aber jetzt ist es vor allem Asphalt und solche Strecken kann man zum Glück auch umfahren, wenn man nicht möchte. Manchmal wird es richtig eng, so wie hier, und da frage ich mich schon auch, wie damals da ein Zug durchgepasst haben soll. Da ist er. Wow. Das ist meine Schelle. 920 Kilo, Wahnsinn. Und wer hat's gemacht? Fenta-Glocken. Selbst der Briefkasten. Herrlich. Hallihallo. Hallo, ich bin der Jonathan. Der David, hallo. Bist du Herr Fenter? Ja, okay. Der Glöckner. Schön, der Glöckner. Okay, der Glöckner von Kleinschmalkalden. Genau. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich habe deine große, große, große Schelle da unten hängen sehen. Sehr gut. Und jetzt wollte ich mal fragen, warum, wie und was machst du hier? Lässt du mich rein? Ich würde dir mal was zeigen. Da rein? Ja, was vorbereitet? Du hast was vorbereitet. Okay, los geht's. Hier kannst du sehen, was wir alles Schönes herstellen. Und zwar keine Glocken, wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern Schellen. Was ist der Unterschied? Unterschied ist, Glocke ist immer gegossen, Schelle ist tief gezogen aus Blech. Alles, was du hier siehst, ist hauptsächlich für den Alpenraum, da wo die Schelle noch an der Kuh getragen wird. Mhm. Hier in Mitteldeutschland ist das eher nicht mehr so Brauch. Das heißt, ihr bestückt im Grunde ganz Bayern mit Kuhglocken? Für die Kühe und auch für die Touristen. Ja, der Hammer. Und da unten gibt es keinen, der Kuhglocken selber macht. Meines Wissens noch nicht mehr. Das sollte man den Bayern mal erzählen, dass die Kuhglocken alle aus Ostdeutschland kommen. Ja, das könnte man denen mal erzählen. Komm, wir schälen jetzt mal. Ja, jetzt. Hast du Lieblingsschälen? Ja, hier die Fahrradschelle. Das ist deine Lieblingsschelle? Ja, schau mal die vielen Motive. Aber das ist für den Lenker, das ist für den geneigten Fahrradfahrer, der keine
erschreckende Fahrradklingel haben will, sondern eine wunderschön klingende Schelle. Und die bimmelt dann die ganze Zeit beim Fahren, oder was? Nein, die bimmelt eben nicht beim Fahren. Und weil du ja den Klöppel nicht rausbauen willst, hast du einen Magnet hier im Band eingearbeitet. Und dieser Magnet hält den Klöppel. So. Und dann mache ich den Magneten ab, wenn ich klingeln möchte. Genau. Und wenn du Wanderer siehst auf deinem Trail, dann machst du den ab, hält hier und dann... Ja, das ist ja nur durch die Bewegung des Lenkers bimmelt die dann so wunderschön und... Ja, geil. Jeder denkt, es kommt eine Kuh. Das brauche ich auch. Und hier oben steht schon Biathlon Weltcup Oberhof. Genau. Das heißt, das sind wirklich die Glocken, wie man dann auch immer im Fernsehen sieht. Wenn du am Bergstieg, wenn du Biathlon schaust, Oberhof, Übertragung und du hörst den Bergs und du hörst eigentlich nichts, dann ist das zum Teil die Schuld der Glocken, die von uns geliefert werden und die dann dort Regenbetrieb finden. Und genauso in Ruhpolding, also überall, wo du beim Biathlon eine Schelle hörst, das sind meistens unsere, wir nennen sie Sportglocken, die haben einen etwas höheren Griff, damit man mit dem Handschuh im Winter reinkommt. Reinkommt. So, und jetzt wirklich meine Frage, mit der ich eigentlich hier bin. Warum habt ihr die größte Kuhschelle der Welt gemacht? Na, damit man auf uns aufmerksam wird. Okay. Du weißt doch, hinter den sieben Bergen, bei den sieben, ne? Kusetaler Zwergen, da findet einen ja sonst keiner. Und da muss man irgendwie die Werbetrommel rühren. Und haben wir gedacht, wir machen mal was Großes. Und kann ich jetzt als Tourist auch vorbeikommen und hier nicht nur Glocken kaufen, sondern euch auch bei der Arbeit zuschauen? Das kann man prinzipiell machen, aber wenn, dann am besten als Gruppe. Ne? Weil jeden einzelnen durchschleusen ist ein bisschen viel. Schön verbimmelt, geht's weiter. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil gleich wird's eng und dunkel hier nach Kleinschmalkalden. Diese Brücke und der Tunnel, das sind zwei der Highlights auf der Strecke hier auf der alten Bahntrasse. Und bevor wir in die Zivilisation zurückkommen, möchte ich aber noch mal einen Stopp machen im letzten Jahrtausend. Kurz vor Schmalkalden liegt das Technische Museum Neue Hütte und dort wurde das Eisenerz aus dem Trusetal verhüttet. Also man hat aus 11 Meter Höhe das Eisenerz und die Holzkohle, und das ist das Besondere, hier wurde Holzkohle verwendet, reingeworfen und erstmal vorgeheizt. Das hat 4 Tage lang gedauert, bis das dann heiß genug war. Und dann ist es sozusagen sukzessive nach unten gerutscht und da auf einer unteren Ebene hat sich dann getrennt. Und dann wurde, als es heiß genug war, immer wieder Eisenerz und Holzkohle nachgeworfen und dann unten der Lehmstich gemacht. Und dann kam das flüssige Metall unten raus. Und dann, so wie man es da drüben sieht, wurde das dort ausgehärtet, gekühlt. Und dann wurden diese Metallplatten vom Boden da aus dem Lehm rausgehebelt. Ich bin jetzt auf meiner letzten Etappe bis zu meinem Ziel in Schmalkalden. Wenn ihr aber Zeit habt, so wie ich, dann rate ich euch unbedingt, in die mittelalterliche Innenstadt von Schmalkalden zu gehen, weil das lohnt sich wirklich. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will entweder Schokolade oder Nougat. Können Sie mir einmal sagen, was der Hauptunterschied ist?
Bei Nougat haben wir den Hauptbestandteil Haselnuss und bei der Schokolade ist der Hauptbestandteil Kakao und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Es gibt 8 Nougat-Sorten, aus denen Sie sich frei entscheiden können. Was ist denn Ihre Lieblingssorte? Ich liebe total das Royal Nougat. Mhm. Das hat gar keinen Kakaoanteil. Das ist äußerst nussig, richtig schön cremig und auch schön süß. Okay, ja gut, dann nehme ich davon eine Kugel. Gerne, in der Waffel? Sehr gerne. Kann man Nougat noch sehen, wenn man hier arbeitet? Natürlich, immer. Immer, wir lieben es. Danke schön. So, bitteschön. Guten Appetit. Oh, es wird geil. Okay, also für mich war es ausreichend genug Nougat. Wenn man will, kann man jetzt Pause machen. Direkt nebenan, hier auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Schmalkalden. Oder aber man fährt einfach weiter, und zwar mit dem Rad auf dem Mommelsteinradweg bis Wernshausen. Ab da kann man theoretisch auch noch weiterfahren auf dem Werratalweg. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ist euer liebster Radweg und wo sollen wir unbedingt mal hin? Und wenn ihr mehr sehen wollt von mir, dann könnt ihr gerne hier klicken lassen, Video, da war ich 3 Tage auf dem Rennsteig unterwegs, auch mit dem Rad, das war richtig aufregend. Oder ein kleiner Geheimtipp für Thüringen, Urlaub daheim, hier am Thüringer Meer, da ist das Video dazu, Wassersport pur, kann man nur sagen. Und wenn ihr wollt, gebt uns gerne ein Like auf dieses Video, lasst ein Abo da, damit helft ihr uns ungemein.